Hallo, liebe Freundinnen und Freunde. Ja, 50 Jahre her und so lange hat es gebraucht, bis die CD Trash endlich auf dem Markt ist. Ja, das ist eine längere Geschichte eigentlich. Ursprünglich wollten wir eigentlich für das viele Geld, das waren damals 30.000 D-Mark Produktionskosten, irrsinnig viel Kohle, ins Unionsstudio nach München. Aber die Produktion war unbedingt der Meinung, wir müssten nach London, was sich im Nachhinein für uns alle natürlich als ein Wahnsinnserlebnis herausgestellt hat. Wir durften bei den Beatles aufnehmen. Höchste Ansprüche, High-End-Technik damals. Und damals war ja alles noch analog und alles musste sozusagen von Hand geregelt und geschoben werden. Und ich erinnere mich sehr gut, die längste Nummer ist, glaube ich, Trash mit 18 Minuten oder so. Das war nachts mittlerweile oder früh morgens. Die Hälfte der Band lag irgendwie schlafend im Regieraum und wir haben dann zu dritt oder zu viert die Regler geschoben und nach dem zweiten Durchlauf, wir wollten nicht schneiden, war dann die Fassung fertig. Und weil wir dann einfach immer mehr Erfahrung beim Mischen hatten, war eigentlich die englische Version der ganzen Produktion eigentlich die bessere. Und heute stellen wir euch den Fremden vor. Den Fremden in uns, den Fremden draußen und überall da, wo wir sind. Das kennen wir ja zur Genüge.
Be glad when you've managed to forget what you can be. Then you'll be one more consumer, changing human relationships into things to be bought and sold. Have you become your own image? If so, don't forget to tell your kids. It's all right, children shouldn't ask too many questions. Everything Daddy does, you know, is always right. Take a look at all those strangers who don't notice you when they pass you by. Thanks to the efforts of your family, you are a pillar of society. Rejoice, dear fellow stranger, for your virtue will bring something in return. You are okay, for our rich citizens only the best in the country. Who wants to be the scum of the earth? After all, it's only natural to belong, isn't it? The Stranger, der Fremde. Ich habe mich nochmal hingesetzt und habe die Texte alle nochmal gelesen und die Texte von Trash oder von Eulenspiegel 2, 50 Jahre alt, es hat sich nichts geändert, nichts, gar nichts. Die Texte sind vielleicht ein bisschen kopfig gewesen damals, wir waren halt Studenten und wir haben es gut gemeint, aber erschreckend ist ein halbes Jahrhundert später, im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Leider. Daher alles Gute.